Die Hilfsorganisationen der Verbandsgemeinde Rühlsheim möchten Ihnen heute kurz ihre Einsatzbereitschaft und Übungssituation während des aktuellen Lockdowns vorstellen. In der Verbandsgemeinde Rühlsheim arbeiten wir, das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und die Feuerwehren eng zusammen. Nicht nur im Ernstfall und bei Übungen, sondern auch Ausbildungen führen wir gemeinsam durch. Trotz der aktuellen Situation sind wir im gemeinsamen Austausch. Der Übungsbetrieb wurde wie beim ersten Lockdown im März wieder von Präsenz auf Online-Übungen umgestellt. Das bedeutet, dass wir mehrmals die Woche via PC üben. Auch die neu gestartete Grundausbildung der Verbandsgemeinde wird aktuell auf diesem Wege ausgebildet. Die aktiven Kameradinnen und Kameraden üben einheitsübergreifend online. Jedoch mit einer Ausnahme. Die Einheit Hört, welche am vergangenen Dienstag ihr neues Feuerwehrfahrzeug erhielt, übt in Dreiergruppen, um dieses neue Gerät im Einsatz sicher bedienen zu können. Alle Einsatzkräfte tragen während ihres Dienstes FFP2-Masken, um ihre Kameradinnen und Kameraden und sich selbst zu schützen. Als Wehrleiter der Verbandsgemeinde arbeite ich seit Beginn der Pandemie stellvertretend für die Hilfsorganisationen im Krisenstab der Verwaltung. Die Kampagne Immer da, die wir zu Jahresbeginn starteten, um auf uns aufmerksam zu machen und Mitglieder zu werben, steht jetzt im Mittelpunkt des Lebens. Wir sind immer da, weil mehr halten zusammen. Wenn Sie Interesse haben, bei uns mitzumachen, melden Sie sich. In diesem Sinne, gesund bleibe, Ihre Hilfsorganisationen der Verbandsgemeinde in Rühlsheim.